Heute geht's an ein Einfamilienhäuschen. Ich denke mal, lange Zeit ist her, dass ich das letzte Mal eins gebaut habe und die kamen bis jetzt immer gut an. Und diesmal habe ich wieder für euch was Leckeres und zwar ein schönes Einfamilienhäuschen, was man sich gut gestalten kann und auch richtig drin leben kann. Und ich denke mal, das ist für mehrere Spieler gedacht, das Haus. Also wenn du da alleine einziehen willst, ist es ein bisschen groß für dich. Von daher such dir vielleicht auch eine WG in dein Survival-Spiel, um dann dieses Haus auch zu bewohnen. Andernfalls hast du viel Platz und ich sag mal, viel Platz kann ja nicht schaden. Das Haus bietet hier insgesamt 3 Schlafzimmer, 2 Bonuszimmer, die du für irgendwas verwenden willst, wie du möchtest. Kannst natürlich die dann auch in Schlafzimmer verwandeln. Wir haben 1 oder 2 riesige Flurbereiche, ein Treppengelände haben wir mit drin. Denn natürlich auch ein schönes großes Wohnzimmer mit offener Küche dabei. Dann haben wir natürlich noch 2 Bäder, ein kleines unten und ein größeres oben. Plus noch natürlich eine Abstellkammer. Wenn man möchte, kann man natürlich auch noch Dachböden sich reinzimmern. Würde ich jetzt nicht so unbedingt empfehlen. Zeige ich jetzt auch nicht, wie man Dachböden sich reinmacht. Aber wenn es sein muss, hast du dafür auch Platz. Ja, dann würde ich sagen, Blöcke in die Hand und dann basteln wir dein neues Einfamilienhäuschen. Ganz einfach und simpel hier in Minecraft. Und wenn dir das Ganze hier gefällt und du mehr Einfamilienhäuser mal sehen möchtest, die man sich gut gestalten kann in Minecraft, freue ich mich immer über eine kleine Bewertung. Vielleicht auch einen Kommentar, wo du dann einfach mal deine Meinung schreibst, wie du das Ganze findest. Und dann würde ich sagen, laber ich nicht so viel und dann fangen wir gleich mal an zu bauen. Für den Start heute holen wir uns ein paar polierte schwarze Treppen raus, dann ein bisschen weißer Beton, dann nochmal glatte Quarztreppen, dafür nochmal die Stufen, dann holen wir uns noch ein bisschen hellgrauer Beton raus, dann einfach noch ein paar glatte Steinstufen, ein paar ja, Schwarzsteintreppen und davon nochmal die Stufen und dann holen wir uns noch ein bisschen Glas raus. Ich empfehle heute mal ein bisschen schwarzes Glas. Zuallererst geht es mit dem Grundriss los. Dabei nehmen wir unsere polierten Treppen und ziehen uns erstmal, würde ich mal sagen, ein Rechteck. Dabei setzen wir uns jetzt erstmal umgedreht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Treppen erstmal umgedreht hin. Dann geht es einmal nach hinten weg. Da setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Blöcke ran. Insgesamt haben wir dann also an der Seite 12 Blöcke. So, dann wollen wir natürlich hier einmal unser Rechteck einmal zuziehen. Das heißt, wir ziehen hier einfach noch die Treppen nach und verbinden das Ganze dann noch mit der Vorderseite. Sobald wir es geschafft haben, kannst du gerne den inneren Bereich schon mal mit hellgrauem Beton ausfüllen. Ist bei mir, wie gesagt, nur das Muster. Du kannst das erstmal noch offen lassen, bevor du dir, sag ich mal, den Boden reinsetzt. Jetzt nehmen wir mal unseren weißen Beton und wollen uns mal die Wände hochziehen. Wir setzen auf unseren Treppen jeweils 7-mal einfach weißen Beton hin. Könnt ihr mal kurz gucken, 7 Blöcke. So. Also 7 Blöcke machen wir erstmal das Mauerwerk hoch an den Seiten. Sobald wir das Mauerwerk auf 7 Blöcke hochgesetzt haben, fliegen wir mal an die Seiten von unserem Haus und können hier erstmal pyramidenartig hier die Seiten einmal hochziehen und sollten dann ganz oben hier eine Zweiermitte erhalten. Wunderbar, das machen wir natürlich nochmal auf der anderen Seite und ziehen ja auch nochmal das pyramidenartig einfach mal an den Seiten hier hoch. Und sobald wir das auf beiden Seiten geschafft haben, suchen wir uns mal jetzt hier in der Mitte so ein bisschen, oder sag ich mal hier an der Vorderseite die Mitte raus. Und zwar lassen wir an den Seiten, würde ich mal sagen, einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke Platz. Setzen uns hier mal so ein paar Blöcke hin. Andere Seite sollten wir auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke Platz lassen. Wunderbar, dann haben wir auf jeder Seite hier 6 Blöcke Platz und können das einfach mal auf der anderen Seite genauso ziehen. Einfach hier nochmal ein bisschen gucken. Oh, ich gucke jetzt einmal von der Vorderseite, ob das hier so ein bisschen schon passt. Wunderbar. Gucken wir mal, aber sicherheitshalber hier 6 Blöcke, andere Seite auch nochmal 6 Blöcke. Ja, dann setzen wir das Ganze auf eine Zweierhöhe und können das hier auch wieder pyramidenartig einmal nach oben setzen, erhalten jetzt aber eine einer Mitte. Ne? Das machen wir auf beiden Seiten, auch hier wieder erstmal auf 2, so, erst auf 2 Blöcke hoch und dann pyramidenartig können wir das Ganze hier einmal hochsetzen. Sobald wir die Seitenteile so miteinander hochgezogen haben, nehmen wir nochmal hier unseren weißen Beton zur Hand und können immer hier oben den obersten Block hier von der Ebene einmal bis zur anderen Seite rüberziehen. Das machen wir komplett hier einmal bei jeder Schicht hier, aber nur bei der Mitte machen wir das. Die Seitenteile lassen wir erstmal noch so. Nur hier bei der Mitte machen wir das, weil das spielt noch später eine Rolle, wenn wir uns das Ganze einrichten wollen, weil das ist leichter, wenn wir es jetzt gleich mal machen, beim Mauerwerkbau. Oh, wenn wir das einmal rüberziehen. Sobald wir das natürlich hier einmal so rübergezogen haben, gehen wir jetzt mal rein in die gute Bude und wollen uns mal so ein bisschen die Räumlichkeiten schon mal ziehen. Das heißt, einfach mal, ich fange jetzt einfach mal hier auf der Vorderseite an, auf der rechten Seite. Da fliegen wir mal rein. Und dann suche ich mir mal hier, würde ich mal sagen, wenn ich jetzt hier von vorne gucke, zähle ich mal ab. 1, 2, 3, 4, 5. Ab dem 5. Block setze ich mir eine Blockreihe hin. Und die ziehe ich mir jetzt zur Seite weg, sondern, also jetzt hier so weit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke dann erstmal so weit. Dann können wir hier 2 Blöcke so nach oben versetzt einmal welche setzen. Einen Block freilassen und 3 Blöcke hier an die Hauswand ran.
Und runter geht es genauso, dass wir hier einen Block freilassen und drei Blöcke hier hinsetzen. So, jetzt gucken wir mal hier von diesen Zweier aus. Lassen mal drei Blöcke Platz, einen Block hin. Schräg so von, ziehen wir mal hier die Reihe bis hinten hier zur Hauswand. Dann würde ich mal sagen, wenn wir hier vom Zipfel gucken, hier bei diesem zweiten Block, man da, bei diesem zweiten Block hier setzen wir einfach nochmal einen Block hier an der Wand hin. Sobald wir das haben, können wir, wo gucken wir am besten jetzt hin? Ich würde mal sagen, jetzt hier einfach von der Strebe. Sehen wir mal, 1, 2, 3 Blöcke nach hinten weg. Setzen uns die 3 Blöcke mal von der Wand entfernt. 2 nochmal nach vorne. Einer Fläche sollten wir frei haben. Und dann hier an der Ecke lassen wir einen Block frei und setzen uns hier nochmal so einen Zipfel einfach mal hin. Sobald wir so ein bisschen hier das Maß haben, ich bleibe hier nochmal kurz stehen, setzen wir uns diese Wände auf eine Höhe von insgesamt 1, 2, 3, 4 Blöcke hoch. Die können wir uns hier einmal komplett überall langziehen. Sobald wir die Wände dann alle hochgesetzt haben, können wir noch so ein bisschen, sag ich mal, hier zwischen immer einen Block nochmal zuziehen, dass wir, sag ich mal, da dann natürlich unsere Eingangsbereiche haben. Na, jetzt sage ich mal hier so, in diesen großen Bereichen würde ich auch oben immer einmal hier was zuziehen. Hier im Flurbereich würde ich das mir noch offen lassen. Hier bei dem würde ich das auch nochmal machen. Wunderbar, sieht doch alles gut aus. Und sobald wir das haben, können wir schon gerne eine Sache machen. Und zwar setze ich mir immer Treppen umgedreht jetzt hier bei dieser Dreierfläche rein. Das ist dann für die Türen, die wirken immer, sage ich mal, ein bisschen schöner. Wenn es natürlich irgendwann mal weiße Betontreppen gibt, dann verwende die. Ansonsten müssen wir uns erstmal mit den Quarztreppen abfinden damit. So, das habe ich erstmal bei den einen Türen gemacht und mache auch nochmal hier bei diesen Trägern hier drüber auch nochmal einfach ein paar Stufen runter. Das sieht immer ein bisschen schicker aus. Ihr könnt euch auch noch im Nachhinein ein paar Wände einreißen, wenn ihr meint, hey, das passt mir nicht so, wie ich mir das machen will. Dann reißt ihr einfach eine Wand ein, macht euch den Raum größer, wie ihr wollt. Das könnt ihr alles im Nachhinein noch euch verändern. So, dann wollen wir uns erstmal die Decken reinziehen. So, nicht, dass wir hier durcheinander kommen. Also einfach hier die Stufen nehmen und hier an der letzten Blockschicht von der Vierer setzen wir einfach hier die Stufen ran. Sobald ihr denn, sag ich mal, oben alles ausgefüllt habt mit unseren Quarzstufen als Decke, habe ich jetzt schon mal gemacht, dass wir jetzt die nächste Etage uns mal reinziehen können. Von daher habe ich wieder denn auf unseren ganzen Blöcken denn erstmal den grauen Beton verteilt und habe mir das schon ein bisschen gekennzeichnet, weil sonst kriege ich so einen Kopf, wenn ich mir das hier nicht kennzeichne. So, wir fangen an, wie immer, von der Vorderseite vom Haus zu gucken, so wie wir ja unten schon angefangen haben. Ne, wir haben uns hier alles jetzt ausgefüllt, komplett hier mit unserem Beton. Und nehmen wir unseren weißen Beton jetzt zur Hand. So, wir fangen wieder hier an, lassen einfach wieder 4 Blöcke hier Platz, setzen uns dann auf unsere Betonschicht, oder, ne, auf unsere Betonschicht, dann eine weißen Beton hin, nachdem wir hier 4 Blöcke vorne freigelassen haben. Und setzen jetzt wieder von der Wand weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke hin. Dann können wir jeweils zu jeder Seite gehen. Und zwar lassen wir erstmal einen Block frei und setzen hier nach vorne 3 Blöcke. Und nach hinten wären es dann 4 Blöcke. Das wären, sage ich mal, schon die Zimmer der Kinder. Ne, die zwei Kinderzimmer, die wir haben. Dann wollen wir noch das Elternschlafzimmer uns ziehen. Da würde ich mal sagen, von dem Vierer hier. Gehen wir von vorne und setzen noch 1, 2, 3, 4 wieder hin. Einen Block freilassen, einen Block hin, einen zur Wand hin, dann einen Schritt nach vorne und dann werden hier 5 Blöcke. Das ist denn der Bereich für die Eltern, das Schlafzimmer. Dann wollen wir natürlich noch das Badezimmer eingrenzen. Da würde ich mal sagen, einfach von diesem einen Block gehen wir zur Seite, lassen 2 Blöcke frei und können hier 4 Blöcke hinsetzen. Von denen gehen wir nochmal zur anderen Seite und setzen nochmal 3 vorne hin. Und nochmal 2 hier, zack, davor so ein bisschen. Weil das ist hier, sag ich mal, würde das später unser Treppengelände sein. Von daher könnt ihr das hier einmal wieder freihauen, was ihr habt. Ne, diesen Bereich könnt ihr dann hier mal freihauen. Auch die Stufen unten könnt ihr einmal weghauen. Wunderbar. So, Boden und so kann man sich alles im Nachhinein reinziehen. Das muss man jetzt nicht zum Anfang machen. Das kann man immer im Nachhinein. Aber wir wollen uns jetzt die Wände hochziehen. Und zwar, die Wände machen wir eigentlich ganz simpel. Die machen wir auch wieder auf eine vierer Höhe. Natürlich geht das jetzt nicht bei jeder Wand. Sage ich mal jetzt hier, ne, geht dann nur so 3. Na gut, haben wir 4 jetzt eigentlich hier mit denen auch, könnte man sagen. Obwohl, geht das eigentlich hier mit jeder Wand? Ja, ne? Tatsache, kriegen wir hin fast mit jeder. Außer, sag ich mal jetzt hier vorne bei unserem Treppengelände. Die können wir eigentlich nochmal weghauen, weil das ist eigentlich eher mehr Markierung, was wir brauchen. Hier beim Treppengelände, die braucht ihr gar nicht hochsetzen. Aber Alan könnt ihr erstmal hier auf 4 Blöcke an sich hier einmal hochsetzen. Das gucken wir uns mal wieder von außen an. So, bei mir habe ich die Wände jetzt alle auf 4 Blöcke hochgezogen. Dann wollen wir nochmal reingehen. Und zwar können wir innen drin, wenn wir, sag ich mal, hier so im Flurbereich sind, hier beim Treppen, ne, Aufgang auch noch, dann können wir, sag ich mal, jetzt hier diese Zwischenwand einmal komplett bis nach oben ziehen. Da müssen wir dann diese Lücke hier nicht lassen. Und dann machen wir auch über jeder Eingangsbereich auch wieder so, dass wir 3 Blöcke Platz haben. Und da können wir dann auch wieder, würde ich mal sagen, obwohl jetzt hier vorne, wie machen wir das hier? Ach, machen wir das. Warte mal, wir machen das ein bisschen anders. Wir haben ja hier das Treppengelände. Wir müssen ja irgendwie so machen, dass wir auch hier eine Tür gut reinkriegen. Ich würde mal sagen, da versetzen wir den Block einfach einmal so nach hinten und setzen...
ja, nichts unbedingt noch drüber. Da können wir eigentlich hier auf der anderen Seite, zack, zack, das einmal so rübersetzen. Genau, wunderbar. So, dann können wir jetzt über jeden Türbogen hier auch wieder einfach so eine umgedrehte Treppe uns einmal reinsetzen. Davon haben wir nicht viele, ups, oben, sondern einfach nur 4 Stück, ne? Für die Kinderzimmer, Elternschlafzimmer und Badezimmer. Dann nehmen wir noch ein paar Quarzstufen, die könnt ihr euch gerne hier drin noch einmal platzieren. Das sieht auch nicht schlecht aus. So, dann wollen wir uns nochmal Quarztreppe nehmen und Stufen, bevor wir jetzt hier überall die Decken ziehen. Und zwar hier oben im Flurbereich setzen wir immer eine Treppe, sag ich mal, hier unter unseren Betonsäulen hin und dann die Stufen einfach rüberziehen. Oh, das könnt ihr hier ruhig einmal machen. Ich finde, das sieht mega cool aus. So mit den Treppen und den Stufen rüber. Das machen wir dann auch nochmal, sag ich mal, hier im Elternschlafzimmer. Auch hier nochmal die Treppen einmal so ransetzen. Das sieht später noch richtig cool aus, wenn wir die Fenster reinsetzen. Das seht ihr denn. Oh, die Stufen schön da runter. Wunderbar. So, den Rest hier der Wohnung können wir natürlich hier wieder mit den Stufen ausfüllen. Jetzt müssen wir aber eins beachten. Und zwar, wir haben ja, sag ich mal, denn hier noch das Dach später drauf. Von daher setzen wir jetzt hier einfach mal an der Seite umgedrehte Treppen hin. Passen das Ganze mal so an. Wir müssen ja sagen, hier kommen ja dann, sag ich mal, noch die... sag ich mal, noch das Dach rauf. Von daher setzen wir jetzt erstmal hier so ein bisschen 2 umgedrehte Treppen ran. An den Seiten. Und danach könnt ihr hier ruhig wieder mit Stufen machen. Oh. Wunderbar, dann haben sich das hier ausgefüllt. Den Bereich brauchen wir nicht machen, der ist super. Hier den großen Flurbereich brauchen wir auch nicht machen, der ist auch super. Der reicht völlig aus. Ich überlege gerade, ob wir das hier wieder wegmachen. Hier könnten wir da eigentlich das mal erhöhen. Zack, zack, zack. Und da lieber Stufen hinsetzen, sieht viel besser aus. Ja, seht ihr ja. Und auch hier bei den Zimmern machen wir das so. Das heißt, hier machen wir auch erstmal halt 2 Treppen rein an den Seiten hin. Und den Rest können wir hier dann wieder ausfüllen, einfach mit den Stufen. Und da sehen wir, hier hat einer nicht gezählt. Wir müssen ja hier 4 Blöcke haben. So, wunderbar. Und dann können wir das hier wieder mit den Stufen ausfüllen und andere Seite genau das gleiche spielen. Ne? Das heißt, hier machen wir erstmal 2 Treppen rein. Und danach können wir das dann hier mit den Stufen einmal zuziehen. Sehr schön. So, sobald wir das haben, gehen wir mal auf die andere Seite. Und zwar müssen wir hier noch das Badezimmer auch noch eine Decke reinziehen. Auch hier gleiches Spiel, dass wir erstmal so eine Schräge uns reinziehen mit 2 Treppen rein. Und danach kannst du hier dann auch alles gerade, sag ich mal, ausfüllen mit den Stufen. Das machen wir mal. Schick, super. Bevor wir jetzt natürlich anfangen, jetzt mit den ganzen Fenstern und Türen uns reinzuhauen von außen, kommen wir jetzt erstmal dazu, uns das Dach aufzusetzen. Ganz einfach fangen wir erstmal mit unseren schwarzen Steintreppen an. Die setzen wir natürlich hier einmal unten hin. Und dann ganz normal wie eine Pyramide können wir uns die hier einmal hochsetzen. Hier oben treffen die sich dann mit Rücken an Rücken und dann geht es hier auch wieder so runter. So, erste Aufgabe ist dann das Dach natürlich auch einmal zur Seite zu ziehen. Jetzt aber aufpassen, wir ziehen die Dächer, sag ich mal, nicht weiter, als wir jetzt hier dieses Bauwerk haben. Und auf der anderen Seite fängst du dann hier einfach wieder so an und ziehst das so rüber. Das heißt, erstmal machen wir die Massenarbeiten mit den ganzen Treppen, die wir uns dann hier einmal so langziehen können und auch gleich einmal überstehen lassen, ne? Weil das sieht dann immer schöner aus. Sobald wir unser Dach raufgesetzt haben, an den Seiten doch gleich einmal überstehen gelassen haben, weil wir ja so fleißige Bauarbeiter sind, wollen wir jetzt auch noch die Mitte ausfüllen. Hier fangen wir an den Seiten auch wieder an. Wir lassen das Ganze auch wieder einmal überstehen und können dann hier auch wieder pyramidenartig einmal hochgehen. Ganz oben setzen wir natürlich keine Treppe rauf, sondern einfach die Stufen. So gehen wir dann natürlich auch einmal runter und ziehen das wieder zur anderen Seite und lassen es auch da wieder einmal überstehen. Wir sind fleißig und machen das. Ich muss hier nochmal einen kurzen Schnitt machen, weil ich weiß ja, ein paar, die werden es vielleicht komplett einmal rüberziehen. Müsst ihr natürlich nicht machen, denn euch fällt ja bestimmt auf, hey, die Dächer, die können sich ja auch verbinden. Also ziehen wir die natürlich nicht komplett einmal ganz rüber, sondern machen das so, dass sie sich auch miteinander hier natürlich verbinden. Ist ja ganz klar, ne? Ich dachte mir, lieber mache ich hier nochmal einen Schnitt rein und sage das lieber, bevor jetzt hier jeder das einmal rüberzieht und sich dann umsonst hier die Arbeit macht. Nee, das ziehen wir dann hier einmal rüber und an der Seite müsst ihr natürlich dann hier neu ansetzen, ne, damit das auch alles hier passt. Seht ihr ja, zack, hat sich verbunden, zack, hat sich verbunden. So könnt ihr da eigentlich auch gleich, sag ich mal, euch das hier langziehen. Ne? Naja, dann müsst ihr euch mal austoben, ne, wie ihr euch das machen wollt halt, ne? Sehr schön. So, ganz oben ist natürlich klar, hier bei den Treppen, oder bei den Stufen eher gesagt, da müsst ihr das natürlich nicht einmal komplett rüberziehen, dann lasst ihr in der Mitte frei. Weil ich sag mal, die Treppen hier, wenn wir die einmal rüberziehen, die verbinden sich ja automatisch mit dem Dach, ne? Das ist ja ganz klar. So, dann verbinden wir das komplett und dann haben wir unser Dach schon mal zugezogen. Jetzt wollen wir das Dach verfeinern. Das heißt, wir machen es ein bisschen dicker und das ist ganz simpel. Und zwar an den Seiten setzen wir einfach komplett hier drunter einfach eine normale Treppe hin. Hier oben wieder 2 umgedrehte, die sich so angucken. Und so gehen wir natürlich hier auch wieder einmal runter. Das machen wir dann auf beiden Seiten. Und genau das gleiche Spiel dann auch hier an der Vorderfront. Ja, dass wir auch wieder hier unter Treppe, Treppe, dann einfach mal zwei oder hier eine Treppe hinsetzen. Und ganz oben in der Mitte setzen wir einfach so eine Treppe umgedreht nach vorne hin. Ja, und so haben wir dann auch hier die Dächer an sich
schon fertig. Natürlich müssen wir hier auch nochmal die Treppen untersetzen. Und sobald wir es natürlich dann hier unter jedem Dach jetzt gemacht haben mit den Treppen, kommen wir jetzt mal zu unseren glatten Steinstufen. Die platzieren wir mal einmal auf der Vorderseite hier unter. Das können wir hier einmal machen. Gleiches Spiel ist dann natürlich auf der Rückseite. Genauso wie, sage ich mal, hier setzen wir auch jeweils nochmal eine weitere Stufe unter. Das ist natürlich jetzt unser Regenrohr, ne? Wo, sage ich mal, das ganze Regenwasser abgelassen werden kann. Ne? Die Regenrinnen, so Regenrinnen heißen die ja so. Die Regenrinnen, die wir uns hier basteln. Ne? Auch auf der Rückseite und auch hier wieder zack, zack, setzen wir es darunter. So, Treppen muss ich mir natürlich auf der Rückseite auch setzen. Ne? Falls du es auch vergessen hast, mach es jetzt bitte auch. So, und dann kommen wir jetzt schon dazu, uns, sag ich mal, die ganzen Scheiben reinzusetzen. Bevor wir zu unseren Glasscheiben kommen, müssen wir uns erstmal alles freihauen, würde ich mal sagen. So, da fangen wir auf der Vorderseite an. Und zwar ziehen wir mal zur Seite, oder ich fange jetzt hier auf der rechten Seite an. Und lass mir jetzt hier einfach, würde ich mal sagen, ganze zwei Blöcke Platz. Dann schlage ich mir hier drei Blöcke weg, mache das auf eine 2er Höhe und lass mir dennoch mal, würde ich mal sagen, zwei Blöcke Platz. Schlag mir einen 2x3 Bereich mal frei, lass mir dann eine Blockreihe Platz und mal schlag mir hier nochmal so einen 2x3 Bereich frei. Danach würde ich mal sagen, lassen wir uns zwei Blöcke Platz, dann schlage ich mir hier so ein 2er Fenster mal kurz rein, lass wieder zwei Blöcke Platz und nochmal so ein 2er Fenster mal rein. So, jetzt fliegen wir mal bei der Mitte hier oben mal hin. Ein Block Platz, schlag mir zwei weg und dann mache ich mir das hier so, dass wir erstmal drei haben und dann mache ich mir einen auch auf 4 hoch. Ein Block dazwischen Platz lassen und nochmal so ein gleiches Fenster reinhauen. Zu unserem offenen Bereich hier unten lassen wir so etwa zwei Blöcke Platz. So, dann fliegen wir einmal hier zur Seite. Da lassen wir uns jetzt mal hier auf der Seite 1, 2, 3, 4 Blöcke Platz. Dann schlage ich mir so ein 2er Fenster rein, lass mir drei Blöcke Platz und nochmal so ein 2er Fenster rein. Über diesen 2er Fenster machen wir dann eine 2x3er Fenster einfach mal rein. Lassen dazwischen wieder zwei Blöcke Platz und hier mache ich mir auch nochmal so ein 2x3 Fenster hier einfach mal rein. Sobald wir das haben, fliegen wir jetzt mal auf die Rückseite und lassen mir jetzt hier einfach mal zwei Blöcke Platz. Schlag mir hier wieder so ein 3x2 Fenster rein. Dann lasse ich mir zwei Blöcke Platz und schlag mal 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke weg. Das wird so hinten, sag ich mal, der Bereich, wo wir dann in den Garten kommen. Also 5er Länge, 3er Höhe. Dann lasse ich mir, würde ich mal sagen, drei Blöcke Platz und schlag mir hier so ein 2x2 Fenster rein. Und jetzt würde ich hier drüber auch wieder diese zwei Fenster machen, wie ich mir die jetzt auf der Vorderseite hier mal gemacht habe. Und schlag mir das Ganze einmal hier so frei. Wunderbar. Und dann bleibt nur eine Seite übrig. Und dann würde ich mir einfach mal zwei Blöcke hier Platz lassen. Dann schlage ich mir hier so einen 2x3 Bereich frei. Das kann auch wieder so eine Tür sein, wo du zum Garten kommst. Dann lasse ich mir drei Blöcke frei und schlage mir hier mal so ein 2x2 Fenster rein. Darüber würde ich mir wieder zwei Blöcke Platz lassen und mir einfach so ein 2x3 Fenster machen. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Auch wieder so ein 2x3 Fenster. Oh, dass wir dazwischen wieder zwei Blöcke Platz haben und da hinten nach unten auch nochmal so zwei Blöcke Platz. Super. Jetzt haben wir uns alles freigehauen. Jetzt wollen wir natürlich noch das Ganze bestücken. Du kannst eigentlich jetzt alles mit Glas ausfüllen, außer auf der Vorderseite hier dieser Bereich, weil da wollen wir dann später unsere Tür reinbasteln. Das heißt, da brauchst du jetzt keine Glasscheiben reinsetzen. Bei allen anderen setzt natürlich dann hier einmal die Glasscheiben rein. Da ist natürlich die Farbwahl dir überlassen, aber ich finde, schwarze Glasscheiben passen einfach super zu diesem weißen Mauerwerk. Von daher nehme ich die jetzt einfach. Jetzt gucken wir uns natürlich nochmal an, wie das aussieht, wenn wir die Fenster drin haben. Dabei nehmen wir uns aber jetzt nochmal aus unserem Menü noch eine polierte schwarze Stufe raus. Denn die setze ich mir hier vorne noch einmal hin, so eine kleine Tritterhöhung, um dann, sage ich mal, später auch ins Haus reinzukommen. Du kannst dir das gerne auch noch im Nachhinein austauschen. Ist jetzt für die Baustelle einfach nur erstmal provisorisch. Gleiches Spiel ist dann auch auf der Rückseite, dass wir da auch nochmal unter unserer großen Fensterfront hier, wo man in den Garten kommt, auch nochmal ein paar Stufen erstmal hinsetzen. Du kannst dir gerne im Nachhinein auch gerne noch Terrasse und sowas ranbauen. Ist dann ganz dir überlassen. So sieht das dann erstmal aus mit den ganzen Fenstern drin und dann heißt es, dass wir uns erstmal von diesen ganzen Blöcken verabschieden müssen. Denn zum Weiterbauen holen wir uns einfach mal ein paar schwarze Holzblöcke raus. Davon nochmal die Treppen, die Türen bräuchten wir. Dann holen wir uns noch ein paar Steintreppen und Stufen, wie einen Trichter und ein paar Ziegelmauer. Mit dem einfachsten beginnen wir wie immer, das heißt, wir fangen jetzt erstmal mit den Trichter und mit unseren Steinziegelmauern an. Das wird, sage ich mal, jetzt für unsere Regenrohrinnen, das Regenrohr, wo dann das Wasser runtergelassen wird. Auf der Vorderseite setze ich mir auf der rechten Seite einfach mal den Trichter hin und darunter natürlich die Mauern einmal hier so platzieren. Das würde ich nochmal gern spiegeln auf unserer Rückseite vom Haus. Auch hier setze ich mir dann einfach an der Seite hier meine Mauern einfach mal hin und ganz oben, zack, setze ich mir noch einen Trichter rein. Sobald wir das geschafft haben, geht es jetzt los, dass wir uns die Tür vorne einmal reinbasteln. Das heißt, wir nehmen unsere Schwarzeichenholzblöcke und dann setze ich mir den erstmal hier so fast wie einen Bogen, kann ich sagen, hier mal rein. Aber ich will lieber darüber mir eine Treppe hinsetzen, denn ihr wisst ja, wenn wir eine Treppe über eine Tür setzen, dann wirkt die Tür immer ein bisschen schöner und größer, weil wir jetzt, sage ich mal, diese abgekantete Fläche haben.
Das ist dennoch, sage ich mal, denn das Erste, was wir hier drin machen können. Du kannst natürlich jetzt gerne auch andere Türen nehmen. Also jetzt setze ich mir hier über jeder meiner Treppen, die ich habe, ne, wo ich das halt theoretisch jetzt hier habe, einfach meine Türen rein. So, auf der oberen Etage habe ich das auch noch gleich mal gemacht mit meinen ganzen Türen. Und dann gehe ich wieder runter, denn jetzt wollen wir uns noch die Treppe nach oben einmal basteln. Das heißt, wir nehmen mal unsere Steintreppen und Stufen und fangen hier, würde ich mal sagen, an unserer Fensterfront einmal an. Dahinter setze ich mir dann einfach eine Stufe hin. Die können wir ruhig auch so, ich würde mal sagen, normale Stufe lassen wir da. Denn daneben mache ich mir noch eine Treppe. Darauf kommt nochmal eine Treppe. Darunter würde ich mal hier nochmal eine Treppe machen. Darunter würde ich mal eine Stufe mir einfach setzen. Und dann gehen wir jetzt hier so weiter hoch. Und da würde ich einfach nur noch zwei Treppen hinsetzen. Und dann ist das eigentlich alles. Und darunter könnt ihr dann immer hier gleich so eine umgesiedelte Treppe machen. Und dann seht ihr, wie schnell ich mir das hier auch basteln kann. Zack, und schon haben wir, sag ich mal, das Geländer, wie man nach oben kommt, auch fertig. Das nächste, was du noch machen musst, ist dir natürlich das ganze Innere zu gestalten. Das hast du aber schon am Anfang des Videos gesehen. Jeder kann sich das gestalten, wie er möchte. Zum Ende des Videos will ich noch eins sagen. Falls du jetzt Hilfe brauchst bei Einrichtung, so Tipps und Tricks, würde ich auch gerne mal ein, zwei Videos machen, wie man, Räumlichkeiten sich gut gestalten kann, um die zu befüllen. Denn eins dürft ihr nie vergessen, in Minecraft ist immer die erste Devise, je mehr Blöcke du verwendest, umso geiler wird es am Ende. Kann ich dir nur versprechen, also tob dich aus, wir haben viele Blöcke, viele Items, die man sich platzieren kann. Ich würde da einfach so viel machen wie immer, würde nicht immer übertreiben, aber ich sag mal, zu wenig wäre halt auch doof, von daher tob dich aus. So, ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche dir natürlich viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss!